Ich habe auf euch gewartet. Wir gehen heute auf eine Reise zusammen und zwar nach Belgien zu meinem Freund Mois. Wir drehen ein paar Videos, wir schauen uns die neue Wohnung an und natürlich, ich habe auch ein Geschenk für ihn, eine wunderschöne große Kerze und die werden wir ihm geben. Ja, wir drehen ein paar lustige Sachen, komplett neue Formate und vielleicht können wir auch in seinem neuen Kleiderschrank uns mal ein bisschen umschauen, was er denn so trägt. Heute bin ich ein bisschen lockerer angezogen, weil ich mich nachgefühlt habe. Also, let's go! So. Ist ein bisschen weiter, aber wir sind endlich angekommen und ja, jetzt klopfen wir bei Mois an. Wir schauen uns sein neues Haus an und ich muss schon sagen, von außen, wenn man sich das anguckt, sehr, sehr eindrucksvoll, wunderschön. Ich habe nur die Bilder, die Haustour gesehen, aber jetzt machen wir unsere eigene Haustour und schauen mal, wer denn da ist. Was? Salam alaikum, wie geht's? Das Haus gehört Saifullah Abi. Er hat uns das alles hier zur Verfügung gestellt. Wie du siehst, musst du ihm seinen Schlüssel abgeben. Achso, nee, er wollte mir die Hand geben. Er wollte einen Schlüssel. Er wollte einen Schlüssel haben? Ja, er wollte einen Schlüssel. Ah, okay. Ja. Guck, wenn du ihm das Auto zeigst, ja, dass es dahin gehört, er wird ausrasten. Saifullah, schau. Ja, alles gut, ich dachte, du hast mehr Talente, verpiss dich. Okay, wann bist du hier jetzt? Boah, seit genau 5 Tagen. Du bist tatsächlich auch der Erste, schön, der überhaupt hier gekommen ist und der meine Adresse hat. Deswegen, so, ist es noch nicht eingerichtet. Ich noch aus dem Livestream, Pokémon Livestream. Das kennst du doch aus dem Pokémon Livestream, ja, genau. Hier haben wir, also es ist halt so aufgeteilt, wenn man reinkommt. Wie viele Etagen sind das? 3. Ja. Wir haben ein Gäste-WC, so ein normales Gäste-WC. Es gibt hier wirklich sehr viele WCs leider. Okay. Sehr viele WCs. Hier ist eine normale Garage. Ah, schön. Das war auf beiden Seiten, ne? Genau, so auf entspannt. Sag mal, du störst diese Roomtour oder so, das muss man mal erzählen sollen. Hier sieht es natürlich nicht gut aus. Hier sieht es nicht gut aus. Das ist alles mein Studio. Wir haben auch sehr viel Möbel bestellt. Ja. Das ist der Raum. Boah. Das hast du alles mitgenommen, ne? Ja, das haben wir alles mitgenommen. Aber du musstest noch von dem. Alles gut, ne? Das ist mal ein Streaming-Raum, ne? Mhm. Alter Schwede. Das ist schon. Okay. Der perfekte Raum zum Arbeiten. Ja, da ist schon sehr gut hier. Ja, konntest du das alles mitnehmen oder musst du noch was kaufen von denen? Ich konnte alles mitnehmen, ja. Die Idee jetzt ist, wenn man hier sitzt, hat man so eine Perspektive, die sofort geht. Achso, wir kriegen sogar die Kameras um 12.000 Euro, die ich gekauft habe heute. Krass. So, hier eine Perspektive. Dann hatten ja du und ich sehr lange den Traum, dass wir einfach Nintendo und so spielen können, on stream, aber nicht so ein Gesicht, sondern auf Sofa. Wir sitzen auf Sofa, spielen gegeneinander. Das wird hier passieren. Deswegen haben wir hier auch so eine Halterung für die Kamera. So, cool. Das kann man dort aufmachen, da hinschieben, dann werden wir hier gesehen. Und das alles wird gesteuert von deinem PC noch immer. Okay? Und wenn du spontan ein paar Bars droppen willst, kannst du es auch hier tun. Ah, okay, so. Ja. Und hier kommt noch ein Tisch. Von der anderen Seite, so ein Gym gebaut. Ja, da wird übermorgen das Fitnessstudio kommen. Schöner Spot auf Eckart, ja. Viel Platz. Du hast ja auch vorne draußen gesehen, da können 10 Autos stehen, so deshalb brauche ich keine Garagen, so nicht so viele Garagen. Du kannst dann mit Auto davor fahren, boah, und hier aufmachen, alles hier reinlegen. Es sieht wirklich gottlos hässlich gerade aus. Yeah. Aber ja, von hier kommen wir halt auch in die Küche und alles, aber das ist ja nicht der Haupteingang, sondern von hier. Das sind die zwei Eingangstüren mäßig so zum Wohnbereich. Toll. Ja, wir haben zwei Couches für die deutschen MCs. Falls hören nichts. So eine Top-Runde an. Ja, so was drauf. Da ist die Küche, da ist der Garten. Toller Garten auch, ne? Also das Gute ist hier, man kann, wenn es gutes Wetter ist, aufmachen, Kinder spielen lassen, alles ist verriegelt, man kommt nirgendwo raus. Super. Dahinter ist nichts mehr, da rechts, links ist auch nichts, ist ein komplett Leerstand. Das ist auch noch die Karte. Also es wird noch sehr viel passieren, wir haben viele Sachen bestellt und sonst was, ist halt komplett leer noch. Hier ist komplett leer. Das ist der Schlafbereich, also da können wir jetzt nicht rein, wenn meine Frau drin ist. Da ist der Schlafbereich. Dann ein riesiges Badezimmer mit alles möglichen. Auf jeden Fall, hier ist auf jede Ecke wie in Hotelzimmers, wie ihr seht. So, dieses Zimmer. Keine Ahnung. Also, gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Nicht mal ansatzweise Ahnung. Mit Balkon? Ja, natürlich. Guck. Also, wenn du hier einziehen willst, Marc.
Wow! Ja. Wow! Und das Ding ist, hier gibt es genau 1, 2, 3, 4 Zimmer mit Balkon und nee. Ich habe gar keinen Plan, was mit dem wird. Hier auf Balkon. So ein Unterzimmer, an dem wir uns töten, wenn wir hier noch mehr unten filmen. Okay. Deswegen lasst ihr das mal alles hier sie einräumen. Aber hier kann man baden. Schön auch nicht schaffen. Genau, man kann halt aufwachen, baden, alles erledigen, umziehen und rausgehen. Und jetzt kommt so der Ort, wo ich gar keine Ahnung habe. Gästezimmer, habe ich auch gerne. Gästezimmer, ne? Ja, Gästezimmer habe ich auch gedacht. Weil hier ist Dusche, WC, alles. Das ist das perfekte Gästezimmer. Also, wenn du heute hier schlafen willst, du hast ein 1A Supreme Energy 23 Bett. Schön. Dann haben wir hier was Krasses. Wohin, Alter? Wie viele Türen soll das sein? So, WC Nummer 1. Badezimmer nein. Nummer 2. Doch. Badezimmer Nummer 3. Das ist für den Kameramann. Was ist das für ein Zimmer? Warte, ganz kurz. Sehr gut. Sehr gut. So, und dann. Jetzt kannst du es nicht machen. Was denn dort? Ich mach das immer. Genau, dann haben wir noch eins. Nochmal dasselbe auf der anderen Seite. Genau. Und noch eines hier. Das sind halt auch zwei Zimmer. Ich habe noch keine Kinderhilfe gemacht. Also die Optionen sind frei. Okay, und jetzt gehen wir einen Stock höher. Da habe ich gar keinen Plan. Und das Problem hier ist, dass der schönste Ort im Haus, finde ich. Das ist unnormal geil, finde ich. Eine Liege-Ecke. Ja. Auf jeden Fall so eine Rüttel-Ecke, der ist sehr klasse. Und hier habe ich auch gar keinen Fall. Das wäre natürlich als Arbeitsplatz auch gut. Ne? Das wäre der perfekte Arbeitsplatz, weil wir haben hier Tür zu machen. 31 Steckdosen. Hier war tatsächlich sowas wie so ein Arbeitsplatz. Kein Plan, was hier war. Aber wir kriegen nichts hoch, die Tische. Deswegen habe ich überlegt, hier raus einfach einen riesigen Kino zu machen. Kinosaal. Weißt du? So mit. Aber nicht so Stühlen und so, sondern mit Schlafsäcken. Ja. Marc, in solchen Momenten beneide ich dich, dass du keine Kinder hast. Das war auf jeden Fall die Family Room Tour. Die Family Room Tour. Sehr freundliche Family. Und jetzt drehen wir nochmal eine Runde. Wir haben was vorbereitet. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute drehen wir ein komplett neues Format mit Mois. Du bist der allererste, der dabei ist. Und wir haben hier eine Box vorbereitet. Ja. Und dann schauen wir uns das an. Aber also, du bist sehr glücklich hier. Hast einiges vor. Ich bin auf jeden Fall schon glücklicher. Aber das Ding ist, es ist sehr viel Arbeit. Du musst alles allein machen. Alles. Alleine hier draußen ist keine Ahnung wie viel Platz. Ich habe gar keinen Plan, was ich da machen werde. Oder da vorne. Sag mal, bitte. Ist er irgendwann müde? Nein, es ist genau so bis 22 Uhr. Bis zur letzten Sekunde und warte. Ja, ich freue mich drauf, ja, wenn es bei uns soweit ist. Ich hoffe, er wird kein Influencer. Die zwei Videos haben wir jetzt abgedreht. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier in Belgien bei Mois. Ich kann jetzt kein Wort Belgisch außer Ingang und Utgang. Jetzt schauen wir mal, vielleicht drehen wir noch was für Alims Kanal. Die Sache ist halt momentan beim Umzug, weiß man, ist mit der Technik ein bisschen schwierig, von daher gucken wir nochmal. Er hat ein paar coole neue Kameras, unter anderem das hier. Vom Setup her, muss ich immer sagen, hat der wirklich, gibt er sich am meisten Mühe. Und ja, schauen wir mal. Da müssen wir gleich noch 2 Stunden zurückfahren. Dann sind wir auch durch eigentlich für heute, ne? Ja. So, und da sind wir jetzt hier mit der Mitarbeiterin des Monats. Wie war's, Nika? Gut. Guter Tag erlebt? Wow. Sie möchte nicht auf die Kamera. Ja, sie hat so viel gearbeitet heute. Und das ist natürlich super. Ja, wir sind am Ende von diesem Tag angekommen. War eine weite Reise. Ich packe jetzt noch mal ein paar Sachen hier ein. Oder auch nicht. Und dann war es das für diesen Tag, ne? Guck mal, was haben wir jetzt hier für eine Bestellung so? Was haben wir hier so, Nika? Was haben wir hier für eine Bestellung? Wir haben Hoodie. Hoodie. 3 Cups Kaffee. Ja. Kaffee und Stramonio. Mit Liebe einpacken. Immer mit Liebe einpacken. Von daher, Leute, ich bin raus. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn das Ganze euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.